Skype-Installation bei Home Studies. Öffnen Sie Ihren Browser, gehen Sie auf skype.com. Dort sehen Sie einen blauen Button, klicken Sie darauf und dann kommen Sie auf die Download-Seite. Dort sehen Sie Skype Download für Mac und hier unten haben Sie Windows und Linux Installation. Wir klicken auf den Skype und die Installation beginnt. Wenn Sie Skype heruntergeladen haben, finden Sie die Applikation in Ihrem Download-Ordner. Dann klicken Sie darauf, kommt die Skype-Installation, dann können Sie Skype anwählen und Ihren Applikationsordner schieben. Den finden Sie dann unter Programme. Dort können Sie einfach einen Doppelklick auf Skype geben, dann öffnet es Ihnen das Skype-Fenster. Unter der Anmeldung sehen Sie Konto erstellen. Dann können Sie dort draufklicken. Und dann macht es Ihnen ein neues Fenster auf. Da haben Sie die Auswahl, ob Sie Ihre Telefonnummer eingeben möchten oder über das E-Mail die Kontoerstellung abschließen möchten. Tippen Sie Ihre E-Mail-Adresse rein, wählen ein Passwort. Klicken dann auf Weiter. Können Sie Ihren Vor- und Nachnamen reinschreiben oder ein Pseudonym, wie es Ihnen lieb ist. Klicken auf Weiter und dann wechseln Sie in Ihrem E-Mail-Kanal. Dort haben Sie einen Bestätigungscode erhalten. Diesen Code werden wir kopieren. Kopieren können Sie mit Command-C beim Mac oder Control-C bei Windows und einfügen Command-V oder Control-V. Dann haben Sie sich erfolgreich eingeloggt bei Skype und jetzt zeige ich Ihnen noch kurz, wo Sie Ihre Skype-Adresse finden. Skype-ID finden Sie oben links. Das ist Ihre Skype-Adresse. Jetzt zeige ich Ihnen noch kurz, wie Sie einen Kontakt hinzufügen. Klicken Sie aufs Telefonbuch, klicken oben rechts auf Kontakt hinzufügen, gehen ins Suchfeld, tippen den Namen, den Sie möchten und dann wählen Sie den aus, den Sie hinzufügen möchten. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir würden uns freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.